Moin Freunde! Als ich im letzten Part rausgefunden habe, dass es unten eine Sternen-Warp-Zone-Dings gibt, bin ich ja wirklich auf den Gedanken gekommen, hier gibt es ein Secret Exit. Und ist es wirklich so? Tja, also stürzen uns wieder mal ins erste Schloss, was wir vor vielen, vielen, vielen Parts mal gesehen haben. Und tja, machen uns auf die Jagd nach einem Secret Exit, wo ich die ganze Zeit überhaupt keins vermutet habe, eigentlich in einem Schloss. Also in diesem Schloss. Tja, ich hoffe, das war dann bis jetzt auch das einzige Secret Exit, was ich übersehen habe, weil ich will ja schon an sich so mit 100% hier durch die Spiel. So, ich kriege ja ganz schön viele Hilfestellungen geboten, das ist nett. Die Yoshi-Coins brauche ich auch nicht mehr sammeln. Vieles, um das ich mir keinen Kopf machen muss. Sondern einfach nur hier durch. Boah, hier auch ganz chillig. So gefällt mir das Level. So, erstmal da weg mit dem Knochen. Da ist der Boss. So, dann ist das hier der Boss, der Geisterboss. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnern könnt. So, wir müssen hier dreimal treffen, ne? Nummer 2. So, nach dem Boss ist ja Ende, ne? Mit dem Level. So. Wir treffen ihn ein drittes Mal. Und Level beendet. Aber kein Secret Exit. Also was machen wir? Wir treffen ihn ein drittes Mal. Und genau da gehen wir rein, als wenn die Dinger wegspawnen. Und jetzt sind wir irgendwie im Level von vorne, aber nur diesmal ganz oben. Können einfach durchrennen, kriegen Geld. Das ist mies, ne? Das hat doch erstmal schon ein bisschen was erfordert, das rauszufinden. Kann ich auch hier und hin? Nee. Ich bin jetzt echt über dem Level und krieg einfach nur die Kohle. So, ein bisschen Zeit sparen. Und irgendwann ist Ende. Das ist für mich so Star World. Krass, ne? Tja. Ich hoffe mal, dass da wirklich das einzige Secret Exit, was ich übersehen habe. Ja, das führt mich ja dahin. So, jetzt weiter mit der letzten Welt in diesem Spiel. Eins. Eins was? Das Level hat Yoshi-Coins. Das wollte ich immer schneller. Coole Sterne im Hintergrund. Ja, coole, keine Power-Ups in diesem Level. Leider für mich. Wow. Immer langsam. Tja, ich weiß nicht, theoretisch müssen wir ja eigentlich auch gar nicht mehr sammeln, weil die Yoshi-Coins sammeln ging ja eigentlich darum, um genau diese Welt freizuspielen, ne? Die Levels hier drin, aber ich mach's einfach mal trotzdem, weil ich will das wirklich auf 100% durch haben gespielt. Yeah. Und noch einen dazu. Okay. Erleben. Ach du Scheiße. Okay, die machen die ganze Brücke hier kaputt. Selbst mein Checkpoint ist kaputt. Wow. Das ist kein echter Checkpoint dann. Ich komme da gar nicht mal hin. Das ist mies. Tja. Kein Checkpoint für mich. Zwei. Vielleicht hätte ich mich mal nicht einfach nur draufstürzen sollen. Vor allem, der hat noch einen Sprung gemacht, nachdem ich getroffen wurde. Was hat es mit diesem Mond im Dorn auf sich? Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so Majora's Mask mäßig, dass immer runterkommt. Boah, okay. Schade. Kettensägen haben wir schon sehr oft gesehen. In diesem Spiel mit einem anderen Hex auch. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich schlag mich gut und dann passiert sowas. Gut, dass ich es erst danach gesagt habe. So, nur noch keine Spur von einer einzigen Yoshi-Münze bis jetzt. Ah. Okay, was hat es denn damit auf sich? Ich kann hier durch. Ach, das ist schon wieder keine Power-Ups mehr. Diese Item-Reserve-Box da oben. Merkt ihr eigentlich, wie oft die eigentlich einem gar nichts bringt? So, weil diese Items, die ja nur einfach automatisch runterkommen, vor allem. Dann einfach verschwinden, so, weil. Boah, scheiße. Nee, voll verkackt. Nochmal. Kann man hier upspin-jumpen? Kann man nicht. Aber es geht auch so. Ein echter Checkpoint. Drei. Der
Himmel verändert sich ja auch immer von Farbe, ne? Fische in der Luft. Und der böse Nikolausfisch. Ah, mein großer Albtraum. Denn der kann einen einfach mit einem Haps auffressen. Okay, die Fische. Ach du Scheiße, ein Nikolausfisch in der Luft. Meine Albträume sind echt Realität geworden. Oh, er hat mich gar nicht... Was? Okay, der ist zumindest so programmiert anscheinend, dass er ihn nicht mal tötet, sondern nur trifft. Damit kann ich leben, um ehrlich zu sein. Weil ich ging echt davon aus, er ist wie in Super Mario Bros. 3 und in dem Super Mario World Hack, den ich bis jetzt gesehen habe, dass er dann zack, weg, tot. Ende. Keine Diskussion mehr. Oder wir fliegen einfach. Was ist jetzt los? Dem Ding hinter uns hat es doch bestimmt irgendwas auf sich, oder nicht? 4. Jetzt grollt der Spaß. Na toll. Ich mag es nicht, wenn es grollt. Aber muss ich jetzt durch. Die Custom Music kenne ich auf jeden Fall. Schon oft gehört. Ein Bumerang, Bruder. Der wird mir nichts versorgen. Hammerbrüder sind viel furchterregender als Bumerang, oder? Und jetzt wurde ich doch erwischt. Bombs. Boah, in alle Richtungen. Was ist mit euch? Ja, wenn man welche noch getroffen. Ich spekuliere mal, der geht nach oben, wenn ich. Ja. Und der nach unten. Ich habe jetzt auch gar nicht Röhren ausprobiert oder sowas. Nicht, dass das irgendwie einen Geheimraum gibt mit den Yoshi-Münzen. Was? Oh, der Kerl. Der Kerl. Oh, hat mir ein bisschen den Weg zugesperrt. Ah, 2. Es gibt ja nichts Schlimmes als einen Thrum. Falsch, 3 Thrums. Aber man kann die auch töten. Scheiße, auch bin ich gar nicht gekommen. Ja, wenn es jetzt 4 wären, wäre es mir auch, glaube ich, ein bisschen zu crazy geworden. Naja, es werden doch wieder mehr. Oh, meine Rettung. Und ich sterbe kurz bevor ich es kriegen kann. Ich muss irgendwie an diese Sterne rankommen. Yeah. Oh. Meine ganzen Sorgen sind erstmal richtig schön weg. Macht doch, was ihr wollt mit mir. Da sind sie. Oh, gut. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Ziel kommt und das nicht. Wisst ihr, aber die sind einfach ein bisschen billig einfach ans Ende gesetzt. Aber gut. So, 3. Level. The Black Hole. Wow. Das sieht krass aus. Wieso kann ich jetzt hier? Sollte ich nicht ganz woanders sein? Ich fange mal von vorne an. Na toll. Das Level sieht sehr schwierig aus. Welche Richtung kann ich denn alle? Oh. Damit ist die Sorge schon mal gelöst. Wisst ihr was? Dann gehe ich auch hier hoch. Wo immer ich hier hinkomme. Ja, das sind wieder diese Blockplattformen, die sich hier überall auflösen. Cool, ich habe schon mal alle Yoshi-Münzen. Freue ich mich. Mario sieht auch komisch aus, habt jetzt so rote Augen und ist ein Schatten. Aber ich habe nicht erkannt, dass das Traum war. Ja, mir wird ein bisschen der Weg hier weggesperrt. Und dann sterbe ich. Tja, wie kann man die Situation besser machen? Jetzt wird es ein bisschen eng. Ein bisschen zu eng. Okay. Voll die Gelegenheit verpasst, oder? Nee. Geht nur. Hier sehe ich ein bisschen Problematik mit dem. Mit dem hier. Oder mit. Also den anderen Chuck eigentlich, ne? Oh, jetzt hab ich's. Okay, das war zu gut. Oh, scheiße. Muss ich mich hier beeilen? Okay, ist alles gut verlaufen. Krieg ich diesen Checkpoint überhaupt? Ja. Wo
geht's dann? Achso, oben geht's weiter. Okay. Achso, das sind Plattformen. Boah, hab ich nicht gewusst. Keine Ahnung. Ich erkenne hier gar nichts. Krass. Das Level ist krass. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass die Levels krass werden oder so. Ich bin nicht wirklich überrascht. Ja, okay. Und jetzt? Ich lasse dich erstmal treffen und dann versuche ich mal... schon was. Ich versuche hier rüber zu kommen. Ja. Nicht ja. Toll, jetzt muss ich es nochmal probieren. Super. Nein! Seht ihr diese Safe-Sets, Alter? Ich setze sie wie ein Trottel. Aber diesmal... Boah. Wie oft ich schon rüber geschafft habe und dann trotzdem es nochmal machen musste. Und nicht irgendwie da hoch? Auch nicht. Hä, wie soll es dann hier weitergehen? Das Level ist komisch. Ich komme doch gar nicht da weiter. Ja, okay, wo geht's jetzt weiter? Hier oben? So, das sind wir wieder. An dieser Stelle. Gerne erfahren, was ich diesmal anders machen muss als eben. Um hier erfolgreich zu sein. Seht ihr, ich hänge genau wieder an derselben Stelle fest. Wo ich einfach in die Röhre reingehen vielleicht? Auch nicht. Ach, dann auf einmal aktiviert sich das. Warte, wann hatte ich das aktiviert? Wie habe ich das gemacht? Wieso habe ich Load State gedrückt? Jetzt. Ah, seht ihr, und dann. Gut, wusste ich jetzt nicht. Ich schnell weiter. Oh, nicht du schon wieder. So. Wow. Trollfaces, euer scheiß Ernst. Okay, ich bin tot. Es sind fucking Trollfaces. Jetzt kann ich das Spiel gar nicht mehr ernst nehmen. Plattformen kommen und gehen, wie ihr seht. Und ein großer Trollface Master in der Mitte, oder was? Nö, geschafft. Aber Trollface bleibt trotzdem auf dem Bildschirm drauf. Alles klar. Ja. Zwei Levels haben wir noch vor uns. Ne, drei, glaube ich, oder? Warte mal, 1, 2, 3, das ist 4. Ich glaube, drei Levels noch. Okay. Lass uns bis zum nächsten Part abwarten und dann haben wir, wer weiß, ob schon Finale oder auf jeden Fall schon Richtung Finale. Bis dahin.